Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach euer Bubble-Abo bei Bubble kündigen könnt. Wichtig ist vorab, wenn ihr irgendwie eine App oder ähnliches deinstalliert, dann wird euch das nichts bringen. Das heißt, wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf dem Handy habt, dann wird das Abo nicht automatisch gekündigt. Wenn ihr das über einen Google Play Store oder auch über einen App Store gekauft habt, kann es sein, dass diese Methode hier nicht funktioniert. Dann müsst ihr das nämlich direkt über diesen App Store machen. Genau. Aber für die Leute, die sich das ganz normal im Internet oder ähnliches geholt haben, für euch ist das Video auf jeden Fall sinnvoll. Und zwar müsst ihr euch natürlich erstmal ganz normal in Bubble anmelden. Ich habe das bereits gemacht, dann kommt ihr jetzt hier einmal auf diese Webseite. Und nun können wir hier oben einmal rechts auf unser Symbol sozusagen einfach mal draufdrücken. Und hier kommen wir dann auf Profil und Einstellungen. Drücken hier also einmal drauf. Hier haben wir jetzt unsere E-Mail, Benutzername, Vorname und so weiter. Und hier können wir dann nun einmal auf die Einstellungen links draufdrücken. Drücken wir hier drauf, kommen wir hier hin. Nee, das war falsch. Wir müssen auf Kontoinformation, tut mir leid. Und zwar haben wir dann hier einmal die Zahlungsart. Hier können wir die Zahlungsart ändern, unsere E-Mail und so weiter. Und hier haben wir dann einmal Produkt. So. Bubble Englisch, ein Jahr, das habe ich mir gekauft, läuft seit dem 13. September 2023. Nächste Zahlung ist dann, wie gesagt, ein Jahr später. Und hier seht ihr dann Änderung, automatische Abo-Verlängerung deaktivieren. Drücken wir hier also einmal drauf und kommen hier hin. Nun können wir einmal gucken, ja, bleiben und sparen. Seht ihr hier bis zu 60%. Ich will weitermachen. Nein, nein, nein. Warum will ich das Abo kündigen? Ist das Geld nicht wert? Ich möchte mein Abo und alles so weiter. Andere Gründe. Machen wir einfach nicht so. Nein, wir möchten jetzt kein Angebot. Die wollen natürlich, dass wir bleiben. Ich werde auch höchstwahrscheinlich das Abo verlängern. Muss ich dann spontan gucken. Auf jeden Fall, wie es wahrscheinlich das Papa noch weiter lernen wird. Ich klicke jetzt einfach hier irgendwas an, gebe uns Feedback, nein, und dann, ich will nicht weitermachen, zack, und schon wird das Abo dann gekündigt. Ihr habt das dann natürlich jetzt noch hier bis zum 11. September 2023, also bis zum 11. September 2024, danach ist es weg, und ich würde sagen, das war's jetzt von mir. Ich bin damit raus, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen, und haut rein und ciao.